Wenn man ausgeschaltet hat, sollte man natürlich nochmal nachmessen, ob es wirklich der ausgeschaltete ist. Ne? Sonst ne? Merkt man es. Hallo zusammen, willkommen zum nächsten Tutorial. Das ist jetzt ein bisschen aufwendiger. Und zwar, heute kümmern wir uns mal um den Nano IO Air. Ne? So, das ist ja dieses Teil hier. Schon wieder die Kamera hier vorne hin. Altbewährt. Ne? So, hier ist der Nano IO Air. Hier ist dann die Anleitung. Hier ist auch nochmal drin so ein paar technische Daten. Hier ist alles ein bisschen so drin beschrieben. Wie auch die Relais angeschlossen werden, da kommen wir dann gleich zu. Das ist ja der Sinn dieses Tutorials. Ne? Hier vorne drauf, hier haben wir diese Einlerntaste, wenn man den zurücksetzen will. Und hier haben wir dann noch den Anschluss, wo wir den Touch Nano draufstecken können. Das heißt, den Touch, der hat dann eben kein Dri und kein Air, sondern der hat hier hinten Pins dran, um den hier drauf zu stecken. Zeige ich euch auch gleich noch. Dann haben wir hinten, halt hier die Seite, 32 Volt Spannungsversorgung. Und haben zwei Relaisausgänge, die natürlich, wenn ich hier mit Spannung versorge, mit 230 Volt, haben wir natürlich dann hier hinten auch 230 Volt Schaltausgänge, die ja nicht potenzialfrei sind. Und auf der anderen Seite haben wir hier einen 24 Volt Ausgang, Ground Ausgang und haben 6 digitale Eingänge. Wenn man den hier hinten die Relais schalten will ohne 230 Volt, man keine 230 Volt hätte, könnte ich auch hier 24 Volt anschließen, auf GND und auf 24 Volt Out und kann ihn dann von da aus dann mit Spannung einspeisen. Dann hat er natürlich hier hinten zwei Relais zum Schalten, wo keine 230 Volt drauf sind. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem ganzen technischen Kram, wenn wir es einbauen. So, das nehmen wir als erstes mal Variante 1. Variante 1 wäre, ich habe irgendwo eine Dose, wo ich Drähte drin habe. Jetzt muss ich natürlich dann gucken, ist da Spannung drauf? So. Oh. Kamera drüber gestolpert. So, und jetzt müssen wir natürlich mehr brauchen, um das Teil zu versorgen, an der Dose 230 Volt. Das heißt, ich messe jetzt hier die Spannung. Wie ihr seht, 230 Volt mit dem Duspol gemessen. Das heißt, ich kann ihn anschließen. Jetzt haben wir, es gibt natürlich einen weiteren Sonderfall, den erkläre ich euch gerade noch. Ja, hinten im Schrank sieht gerade ein bisschen wild aus, weil ich habe jetzt gerade mal das Kabel hier eingespeist, provisorisch, weil wir ja verschiedene Versuche machen wollen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel einen normalen Lichtschalter hier sitzen habe, habe ich dann gesagt, okay, da ist ja auch ein brauner und blauer drin, wunderbar. Ich schließe an, klappt nicht. Und zwar müssen wir hier einen echten Null haben, Neutralleiter, früher sagt man ja Null, deshalb korrigiere ich mich immer wieder. Das heißt, man hat irgendwo eine Abzeigdose oben an der Wand sitzen und nehmen wir an, hier kommt die Spannung runter, den Schalter dazwischen, blau geht zurück zum Schalter. Dann kann ich den Nano natürlich nicht hier dran anschließen, so ohne weiteres. Das heißt, ich brauche einen Draht mehr, um den nachher, wenn ich damit ein Relais schalten will. Ne? Es gibt natürlich auch viele Lichtschalter, wo dann die Kabel hier hintergezogen sind, wo hinten eine ganze Menge Klemmen dahinter sind, wo die Leuchte mit hier hinten drin ist. Wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall eine Phase und einen Neutralleiter, um ihn zu versorgen. Das werden wir jetzt mal anschließen. Das heißt, wir schalten jetzt den Strom mal aus. So, und dann kann man dann hier messen, dass nichts mehr drauf ist. So, dann machen wir unsere Klemmen ab. Und schließen ihn hier unten auf N und auf L stecken wir ihn hier rein. So, tue ich mal gerade dran zoomen. So, wie ihr seht, oben ist L, ist auch hier gemalt und unten ist N. Da ist der Neutralleiter drauf und hier oben halt eben drauf. Dann schalten wir wieder ein. Und jetzt kann man hier sehen, jetzt blinkt er. Und ist damit lernwillig. So, und jetzt gehen wir wieder auf unsere Bildschirmaufzeichnung. So, jetzt tun wir uns mit dem Mini-Server wieder verbinden. So, sind wir verbunden. Jetzt gehen wir auf die Airbase.
So, jetzt haben wir eine Warnung, weil ich hatte eben den Strom abgeschaltet, ging der Minus selber natürlich mit aus. Neustart des Systems, das tun wir jetzt mal bestätigen. So, ist er wieder grün und die LED auf dem Miniserver ging ja dann auch aus. So, jetzt gehen wir hier wieder auf R-Suche. Und da, zack, da ist unser Nano-Onkel, ist er da. Gerät hinzufügen. Das ist jetzt Montageort, ist Tutorial-Wand. In dem Fall hat unser Mann Tutorial-Wand. Der Raum heißt der, habe ich ja hier so genannt. So, okay. Und sagen, Suche beenden. Machen unser Fenster hier zu. Sagen speichern. Und da wird er jetzt gleich dann mit seinem Update wahrscheinlich loslegen. So, speichert er. So, und dann gucken wir in unserem Gerätestatus, was los ist. Ne? Und wie ihr unten sieht, da die Version 8.4. Und da wird er jetzt gleich mit seinem Update loslegen. So. In der Zeit tun wir jetzt noch verschiedene Variationen dann mal verdrahten. So, hier haben wir jetzt gerade den Fall, wir haben ihn ja jetzt direkt hier angeschlossen. Und wollen damit jetzt irgendwas schalten. So, und dann habe ich mal hier, nein, die ist nicht von der Wehrmacht, sondern das ist eine normale Ovalleuchte, auch Schiffsarmatur genannt. Ne? Und hier tun wir jetzt dann mal eine Glühbirne reinschrauben. Ne? Eine echte Glühbirne noch, also die ist mittlerweile verboten, so eine Glühbirne. Aber wir hatten noch eine. Damit können wir auch schön spielen. Jetzt machen wir uns gerade mal ein Testkabel. Mal mehr ein dreiadriges, ich habe jetzt gerade mal ein fünfadriges, aber ein Reststück von den Baustellen, von den letzten, die ich ja gemacht habe. So, wir müssen gerade ein bisschen hier abisolieren. So. So, das sagen wir mal, wir hätten jetzt hier unsere Standard 3 Drähte. So, der grün-gelbe muss natürlich überall verbunden sein. Aber hier in der Lampe gibt es ja keinen. Deshalb schließen wir jetzt erstmal hier unsere Lampe hier mal an. Tun wir ein bisschen abisolieren. So, hier unten durch den Gumminüppis hier unten. Wir schieben, also hier schieben alle Drähte hier durch. Dann könnten wir die Lampe ja irgendwann ja auch mal festmachen. Aber erstmal zum Testen kann die erstmal hier drum rumliegen. So, erstmal unsere Lampe hier zusammen, dass wir mal ein Demo-Lämpchen haben. Wenn man so eine Lampe anschließt übrigens, ne, mit so einer normalen E27-Erfassung oder E14-Erfassung, ist ja hier unten drin so ein Fußkontakt. Auf den Fußkontakt, der ist in dem Fall hier auf der Seite hier, muss immer die Phase sein und nicht seitlich auf dem Kontakt. Also es ist eine Empfehlung, sagen wir eher so, weil... Wenn jetzt die Phase seitlich drauf wäre, würde das ja bedeuten, sobald ich jetzt hier unten Kontakt habe, wenn ich jetzt hier leicht reindrehe und der seitliche Kontakt wird das erkannt, könnte ich hier unten noch mit dem Finger drankommen. Aber nur so als Hinweis am Rande. So, und die drehen wir jetzt mal hier rein, machen hier unsere Lampe zu. Als Elektriker meist bekannt unter Drahtlampe oder Schiffsarmatur oder ich habe im Katalog steht Ovalleuchte. Das sind ja die üblichen Kellerlampen, die man ja so kennt. Das haben wir nur als Demo-Lampe mal gerade hier, dass wir mal ein 230 Volt Lämpchen haben. So, nicht abhauen hier. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie man die auf dem Nano anschließt. So, hier haben wir unseren Nano. So, normal müssen wir jetzt ausschalten, um sowas anzuschließen. So, und zwar, der Neutralleiter ist unten komplett durchgehend durchgebrückt. Also können wir den hier auch wieder auch hier neben einstecken. Also hier steht Relay 02 und da steht Relay 01. So, und hier oben, die sind doppelt alles ausgeführt. Das heißt, ich kann jetzt hier oben meine Lampe anschließen. So. Wo man darauf achten muss, ist wie gesagt, die Stromaufnahme. 5 Ampere kann ich damit schalten. Bedeutet, was ich nicht empfehle, ist hier mit LED-Spots oder sowas zu schalten, Hochvolt-Spots, weil da kann natürlich ist mit 5 Ampere meistens nichts drin, weil die sehr hohen Einschaltstrom haben, ist der Nano ganz schnell kaputt. So, und jetzt gehen wir wieder auf unsere Bilder. Wir sind ja sogar noch drin, warte mal, gehen wir erstmal gerade wieder hier raus. So.
So, jetzt zeige ich mir mal den Bildschirm hier auf. So. So, und zwar gehen wir jetzt auf die Tutorial-Wand, ne? Und gucken uns jetzt mal hier den Nano-IO, was der so alles hat. Der hat die Eingänge und hat die Ausgänge. Ne? So, jetzt nehmen wir unseren Relais-Ausgang und fahren jetzt mal hier neben auf die Seite. Warte mal, das ist eine blöde Idee. Wir hängen ihn jetzt hier oben mit einem Lichtbaustein dran. So, Relais, zack. Relais 2 hat mir angeschlossen. Relay 2, was da drauf stand. Jetzt gehen wir hier auf den Lichtbaustein. Und sagen, bei viel Licht haben wir ja schon drin, Relais ist ein. Bei gemütlich hier könnten wir es eigentlich auch einschalten. So, sagen okay. Und sagen im Miniserver speichern. So, jetzt sind noch hier munter am Blinken, machen noch gerade Update. Jetzt können wir gerade nochmal reingucken, bei welchem Status wir jetzt stehen. Ach, als 28%, das heißt, wir haben noch ein bisschen vor uns. Das heißt, er kriegt gerade ein größeres Update, das so etwas länger dauert. So, jetzt können wir mal gucken, ob er jetzt schon schaltet. Das weiß ich jetzt nicht, weil er gerade sein Update macht. Das gucken wir dann jetzt mal. Kling, funktioniert, schaltet. In der nächsten Szene war er auch an, wo der Stripe seine Farbe verändert. Und klack, geht er wieder aus. So, das ist eine schöne Variante, um meine Deckenleuchte oder irgendeine Leuchte zu schalten. Wo man den Nano auch für verwenden kann, wenn ich jetzt irgendwo im Haus einen schlechten Empfang habe, ich habe jetzt ein relativ großes Haus und habe sag mal, die Airbase Extension irgendwo am Technikraum, Antenne am Schaltschrank und irgendwo habe ich eine Reichweite, wo es nicht so ganz hinkommt. Ich kann entweder Smart Socket erst überall einstecken, will ich es ein bisschen verstecken, tue ich halt eben hinter manche Steckdosen, lege ich hier noch so ein Nano IOR, der gar nichts macht, sondern lediglich als Repeater. Ich schließe ihn einmal an 230 Volt an, lerne ihn ein und er ist Repeater und erweitert mein Netzwerk vom von den R-Geräten. Zum Beispiel haben wir ein Haus gehabt, da waren sehr, sehr viele Betonwände, die extrem viel Eisen drin hatten, wo wir mit der Reichweite dann Probleme hatten. Da habe ich dann auch, ich glaube, 3 Stück habe ich dann in den Wänden versteckt, so jeden Raum, in der Raum bekam einen dahinter versteckelt. Und dann habe ich eine schöne Reichweite gehabt, nachher, dass ich alle Räume im Keller dann abdecken konnte, wo dieses viele Eisen drin waren. So, das klappt schon mal, das wäre jetzt die Variante, wo man irgendwas mit schaltet, ne? So, jetzt kann man natürlich auch sagen, Relais 1 und Relais 2, das ist Rollladen auf, ab. Ne? Das heißt, ich brauche nur einen Neutralleiter, den ich unten anschließe und habe dann oben Relais 1, den L, ist dann Rollo auf und Relais 2 ist Rollo ab. Ne? Oben dann auf die Ls jeweils, auf und ab. Ne? Und dann nehme ich mir die zwei Relais hier drin und kann damit zum Beispiel einen Rollladen steuern. Oder ich schalte jetzt eine Lampe. Ne? So. Jetzt tun wir mal den Fall simulieren, wie daheim so eine Dose aussehen könnte, wo ich sowas nachrüste. So, ich habe mal gerade ein bisschen umgebaut. So, jetzt haben wir hier den normalen Fall. Wir haben einen normalen Lichtschalter, ne? Wie in jedem normalen Haus. Ich schalte die Lampe. Ne? So, jetzt tue ich mir dann diesen Lichtschalter hier mal rausholen. Flupp. So, meine Kamera mal hier vorne hin. So, und jetzt hat er den normalen Lichtschalter, der hat ja jetzt, hier oben geht ein Kabel rein, unten geht eins raus, je nachdem wie rum es montiert ist. Und jetzt muss ich ja wissen, jetzt schalte ich mein Licht mal aus, ne? Jetzt muss ich ja wissen, wo ist jetzt meine Dauerspannung, was ist die Lampe, ne? Da kann ich jetzt mal hier meinen Finger dran halten an so ein Messgerät, ne? Nur eben nicht auf die Knöpfe drücken, ne? So. Da kann man nämlich hier sehen, hier sieht man jetzt, hier klimmt jetzt ganz schwach, klimmt jetzt hier unten die Lämpchen, aha, da ist Spannung. So, in dem Fall jetzt hier unten. Jetzt nehme ich mir hier mein Neutralleiter raus. Wenn man eine Schalter-Steckdosen-Kombination hat, hat man in der Steckdose auf jeden Fall einen Neutralleiter, den man abgreifen kann. So, jetzt stecken wir das mir auf den Neutralleiter rein. Und jetzt kann man natürlich eher was sehen, wie ihr seht hier, jetzt leuchten hier die Lämpchen. Könnt ihr so sehen, ich hoffe, ja. So, das heißt, hier unten ist hier unsere Dauerspannung drauf. So, jetzt schalten wir den Strom aus. Und wenn man ausgeschaltet hat, sollte man natürlich nochmal nachmessen, ob es wirklich der ausgeschaltete ist. Ne? Sonst ne? Merkt man es. So. So, da ist Dauerspannung drauf und hier ist ja unser Lämpchen. Ne? Und da ist ja, wie ich vorhin gesagt hatte, jetzt schließen wir halt eben dann die Dauerspannung hier auf in der Mitte an und legen die Lampe dann auf eins von den Relais
und machen hier unseren Neutralleiter. Schließen wir egal wo hier unten an. Sind ja alle durchgebrückt. Und haben schon die ganze Geschichte zusammengebaut, können einschalten, können damit arbeiten. Das heißt, wenn ich wirklich eine Steckdose habe, hole ich mir meinen Neutralleiter nach da, muss nur ausmessen, was ist meine Lampe, weiche ich anhand vom Schalter. So, jetzt gibt es halt eben die Möglichkeit, ich sage, weißt du was, ich möchte jetzt gerne hier vorne einen Touch drauf haben. So, dann nehmen wir uns jetzt mal hier, machen wir jetzt eine Kombination mit einem Schalter-Steckdose. Jetzt will ich mal gucken, habe ich irgendwo einen Touch. Ich bräuchte mal einen normalen, weil ich habe hier einen Touch, ich meine, ich hätte irgendwann gehabt. Touch 3, ich suche einen Touch von Nano. Ja, dann muss ich gerade mal gucken, wo ich den wieder hingeschmissen habe. Ja, ich habe nur noch einen Touch Pure da, ansonsten können wir den normalen Touch, könnten wir den ja nehmen in der Kombination. Der anderen habe ich schon verbaut. So, und zwar, bei dem Touch ist ja immer dieses Rähmchen dabei, ne? Und da klipst man den jetzt drauf. Jetzt muss ich noch gerade gucken, das muss unten sein. Genau, diese Dinger müssen unten sein. Klipst man jetzt hier drauf. So. Und baut das Ganze hier hinein. Auch wenn er schon ein bisschen eng ist, da muss man notfalls hinten die Dose mal ein bisschen, die Kabel ein bisschen sortieren, dass es ein bisschen passt. So. Und würde dann den Touch hier vorne draufstecken. Und hat schon alle Funktionalitäten, entweder im Touch Pure oder ich stecke da drauf einen Touch Nano, den normalen Nano Touch halt eben. Ne? Hier ist ja der Pure mit der Glasbleche, der andere ist ja der normale. Und habe dann im Prinzip alle Funktionen hier, der wird von hinten mit Spannung versorgt, ich brauche keine Batterien, habe keinen Dreh, gar nichts. Und habe im Prinzip dann meine Funktionen hier drauf, ne? Wenn ich ihn eingelernt hätte. Ne? Das wäre die Variante. Das wäre jetzt im Prinzip die Variante, wo ich den jetzt hier, sag ich mal, hier mit dem Touch verbinde. Wenn ich einen Touch davor haben möchte. Andere Option gibt es natürlich auch. Mal sehen, ob ich den nicht so vernünftig rausgeklipst kriege, weil der sitzt nämlich gut hier drin. Klack. Klack. So, jetzt gibt es noch eine weitere Variante, die wir machen können. Immer schon meinen normalen Lichtschalter lassen. Muss nur gucken, dass ich halt eben den so weit wie möglich nach hinten kriege. Notfalls muss ich hinten aus der Dose ein bisschen rausklöppeln, dass ich ein bisschen tiefer komme. Indem man schon den dahinter machen will, jetzt einen normalen Taster dran anschließen. Dann würde ich, also empfehlenswert ist immer ein Taster. Ein Schalter bin ich nicht so ein großer Freund von. Jetzt nehmen wir gerade mal ein Stück Kabel. Da können wir eigentlich auch, haben wir irgendwas Netzwerkkabelmäßiges gerade hier rumfliegen. Was wir hier mal gerade klauen können. Klauen wir uns hier mal was Dreidiges hier von unserem Demo-Modell hier. Das ist ja das Kabel, was jetzt gerade hier rumbaumelt. Das ist ja das, was da in der Dose liegt. Jetzt kann ich natürlich auch hier vorne, isolieren wir uns gerade mal ein bisschen was ab hier. So. Auf der Seite hier, wo ich meine 24 Volt habe, kann ich natürlich jetzt auch einen normalen Lichtschalter, wie gesagt, ich empfehle meinen Taster, auf 24 Volt out reindrücken und auf zum Beispiel I1. Klack. Und dann habe ich diesen Schalter als digitalen Eingang in der Config auf dem Eingang 1. Ich kann natürlich noch ein paar Fensterkontakte mit dazu anschließen. Ich habe also, wie gesagt, ich kann 6 digitale Eingänge hier mit belegen. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt keinen 230 Volt, aber habe 24 Volt zur Verfügung, kann ich ihn auch mit 24 Volt hier versorgen, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, auf Ground und auf 24 Volt kann ich ihn auch damit versorgen und habe dann hinten 2 Relais, die ich schalten kann, auf der Rückseite, wo ich im Prinzip von L nach N, was hier gemalt ist, schalte das Relais im Prinzip dann durch. Quatsch, von L nach, sorry, nicht falsch gesagt. Das Relais schaltet hier in der Mitte von L nach hier L minus und von hier in der Mitte L nach L mit den 2 Strichen, also Relais 1, Relais 2. Ne? Da gibt es ja nochmal eine genauere Anleitung auf der Luxon Homepage bei unter Downloads in den Dokumenten. Da kann man natürlich dann noch andere, die Variationen sind ja nochmal alle beschrieben, wie man das anschließt.
Da hat man eine ganze Menge Möglichkeiten. Man kann das Ding bei einem Rollladen bauen, ich kann das in einen Schalter bauen. Man legt es irgendwo hin, weil ich irgendwo digitale Eingänge brauche. Zum Beispiel, ich will irgendwo noch eine Außenleuchte schalten. Das Kabel liegt bei mir im Keller, das Kabel geht dann nicht bis zur Verteilung. Dann mache ich ein Döschen, mache mein Nano rein, kann mein Außenlämpchen damit schalten. Oder ich habe irgendwo Fensterkontakte, die ich irgendwie per Funk dann rüberbringen will, weil ich kein Kabel liegen habe. Oder habe ich irgendwo Magnetventil, was ich schalten will. Oder irgendwas, was ich damit machen will. Ich kann dieses Ding universell einsetzen. Wie gesagt, nur eben darauf achten, 5 Ampere schalten bei Cosinus Phi 1. Das heißt also normale Glühbirnen, Halogenlampen und so weiter. Sobald ich in den Hochvolt-LED-Bereich gehe, muss ich aufpassen. Dann habe ich nicht mehr 5 Ampere, sondern habe ich weniger, weil da gibt es ja kapazitiv, induktiv und so weiter. Aber jedenfalls kleinen Last mitschalten, niemals eine Steckdose schalten. Weil ich eben nur 5 Ampere habe. Ne? Deshalb auch, wenn man irgendwo eine Stehlampe umbauen will und sagt, okay, diese Steckdose ist zum Beispiel gedimmt oder nur geschaltet für die Stehlampe. Wenn man dann mal einen Staubsauger einsteckt und das Ding schaltet, wumm, dann ist es im Arsch. Ne? Und könnte auch natürlich, wahrscheinlich gegebenenfalls sogar dann abfackeln, weil wenn ich bei 5 Ampere und gebe 16 drauf, das mag das natürlich nicht sehr lange. Ne? Deshalb immer darauf achten, 5 Ampere Schaltleistung. Für Rollos kein Problem, für kleine Standlämpchen mal kein Problem und. Oder was gibt es noch für Möglichkeiten, wo ich ihn schon eingesetzt habe? Digitale Eingänge, irgendwo was habe oder ich will irgendwo noch einen Taster, gibt es irgendwo draußen einen Vollstromtaster, ein Bild, das irgendwie hinkriegen, der das Signal nach innen kriegt, dann tue ich irgendwo ein Döschen machen, wo der Nano drin liegt und. Wie gesagt, er braucht entweder 230 Volt, Neutralleiter Phase, oder 24 Volt, um ihn zu versorgen, und dann habe ich nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Ja, wie ihr gesehen habt, das Ding ist so vielseitig. Ich bin immer wieder davon begeistert, vor allem, dass man ihn auch als Repeater ja nehmen kann, dass man damit irgendwelche Signale, die man gerade braucht, die kann man dann einlesen und. Ist eigentlich ein faszinierendes Gerät, weil das eben auch kompakt schön in die Dose reinpasst. Es gibt manche Hersteller, die bauen das noch kleiner. Aber es gibt ja so gewisse Normen, kenne ich selber, weil ich schon leider Platten produziert, also machen ablassen und layoutet habe. Es gibt da Normen, wie weit müssen die Leiterbahn abstellen, damit dick müssen die Leiterbahnen sein und, um das alles auszuhalten. Und da hält sich natürlich Loxon dran, dass das Gerät auch, sag mal, die CE-Kennzeichnung auch stimmt. Es gibt ja viele, die drucken CE drauf und ist natürlich nicht zugelassen. Dass halt eben die Normen erfüllt werden. Deshalb ist das Ding halt eben auch so eine gewisse Baugröße, weil hier ist auch ein kleines Netzteil noch drin, um die 24 Volt zu versorgen zum Beispiel. Ich habe ihn ja schon mal, weil ich als neugieriger Markus mache natürlich jedes Gerät mal auf, um mal reinzugucken, wie es innen im Bauch aussieht. Um die Abstände halt eben einzuhalten, ist deshalb halt das eine gewisse Baugröße. Aber es passt perfekt in so eine normale Dose rein. Wenn man es ein bisschen tiefer braucht, und irgendwas klöppelt man die Dose hinten ein bisschen tiefer rein und dann ist es auch hinten drin verschwunden. Ne? Oder man setzt irgendwo eine separate Dose und. Es passt in eine normale Abzweigdose rein, die man irgendwo hinbaut. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt unter das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Das war es halt eben für heute mit dem Tutorial Nano IO Air. Der Dimmer Air ist ähnlich, da kommen wir dann auch nochmal zum Tutorial dazu, was der noch kann. Macht's schwer gut, bis zum nächsten Video. Ne?